An immer mehr Orten kehrt Weihnachtsstimmung ein. Einen besonderen Beitrag dazu leisteten die Kinder der 1. bis 10. Klasse von der Heinrich-Heine-Schule im Ostseebad Kalzagen mit ihrer Vorführung des Musicals Wundersame Weihnachtszeit. Eröffnet wurde die Veranstaltung in der Turnhalle mit Ansprache von Schulleiterin Maries Schönberg, gefolgt von einer Tanzeinlage der Schülerinnen. Danach ging es weiter in die festlich geschmückte Aula, wo der Musicalchor bereits auf die Zuschauer wartete. Das Stück Wundersame Weihnacht handelt von dem Weihnachtswichtel Rudi Glaubichkaum und seiner Suche nach einem verloren gegangenen, noch ungewünschten Wunsch. Auf seiner Reise lernt er viele interessante Charaktere kennen und rettet am Ende sogar das Weihnachtsfest vor dem kalten König, welcher versucht, den Kindern die Freude an den Weihnachtsfeiertagen zu nehmen. Mit dem eisigen Atem der Gier und Selbstsucht, dass es dunkel bleibe, auch am Tage, dass sie ihre Wünsche vergessen und ihre Hoffnung begraben für alle Zeit. Die Weihnachtsaufführungen an der Heinrich-Heine-Schule haben bereits Tradition. Schon in den Vorjahren haben die Schüler dort Weihnachtsmärchen auf der Bühne präsentiert. Besonders ist dabei, wie groß die Eigenleistung der Kinder und Jugendlichen ist. Sie haben nicht nur gesungen und geschauspielert, sondern auch in Gruppen die Kostüme und das Bühnenbild ausgearbeitet. Die Licht- und Tontechnik während der Vorführung wurde ebenfalls von einem Schüler der 8. Klasse übernommen. Schulleiterin Maries Schönberg war sehr begeistert von dem Resultat der 3 Monate andauernden Vorbereitungsphase. Ich denke, ich spreche sogar im Namen vieler oder aller, die dort heute waren, zu dieser ersten Aufführung. Ich bin zutiefst beeindruckt von dem, was die Schüler und Schülerinnen dort gezeigt haben, wie sie die Texte beherrschten, wie sie mit Gefühl die ganze Sache dort auch dargestellt haben. Sie waren fleißig in der Vorbereitung, aber man hat gemerkt, dass es ihnen Freude gemacht hat. Und ich glaube, ihnen ist es gelungen, die Idee einer wundersamen Weihnacht auch wirklich rüberzubringen. Und das hat, glaube ich, auch der tosende Applaus dort gezeigt. Auch die zahlreich erschienenen Familienmitglieder und Interessenten waren von der Vorführung begeistert. Insbesondere als sie am Ende eingeladen wurden, das namensgebende Lied Wundersame Weihnachtszeit mitzusingen. Nun können sie sich auf das nächste Jahr freuen, wenn die Tradition mit einer weiteren Aufführung fortgesetzt wird.